Halunke! Verschwenderisch zu sein, muss keine Verschwendung sein. Mädelleute, Demon hier. An diesem Zitat ist etwas Wahres dran, jedoch nicht in Bezug auf Rainer. Der Satz setzt sich aus zwei gegensätzlichen Begriffen zusammen, verschwenderisch und Verschwendung. Normalerweise wird das Adjektiv verschwenderisch verwendet, um eine Person oder eine Handlung zu beschreiben, die verschwenderisch, großzügig oder großmütig mit Ressourcen, Zeit oder Geld umgeht. Das Wort Verschwendung hingegen deutet auf eine negative Handlung hin, bei der Ressourcen oder Zeit unnötig und sinnlos verbraucht werden. Deshalb melde ich mich heute mit einem kurzen Denkanstoß. Wenn wir dieses Zitat betrachten, scheint es so, als würde es eine Art Widerspruch oder Paradoxon darstellen. Aber in Wirklichkeit hat es eine tiefere Bedeutung. Der Satz besagt, dass obwohl etwas als verschwenderisch angesehen werden mag, es nicht unbedingt als Verschwendung betrachtet werden muss. Eine mögliche Interpretation ist, dass großzügiges Verhalten oder der großzügige Umgang mit Ressourcen nicht zwangsläufig negativ ist. Manchmal kann es sich als lohnend und wertvoll erweisen, großzügig zu sein. Selbst wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als ob es eine Verschwendung wäre. Es könnte bedeuten, dass der Wert von Großzügigkeit oder das, was durch sie erreicht wird, wichtiger ist als die Ressourcen, die dabei verbraucht werden. Der Satz könnte auch als eine Ermutigung zur Großzügigkeit verstanden werden, da er andeutet, dass der Nutzen oder der Mehrwert, der aus großzügigem Verhalten entsteht, den Verbrauch von Ressourcen überwiegen kann. Ja, und dann haben wir noch Rainer. Rainer ist im höchsten Maße verschwenderisch. Seine Art der allgemeinen Verschwendung hat jedoch keinen Mehrwert. Schlimmer noch, seine Art der Verschwendung sorgt regelmäßig dafür, dass sein Portemonnaie leer ist und er wieder betteln muss. Ein weiteres Problem ist, dass selbst wenn Rainer nicht offensichtlich verschwenderisch scheint, er dennoch verschwendet. Er klingt paradox? Nein, es ist eigentlich ganz einfach. Aber darauf gehe ich nochmal am Schluss ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr als Zuhörer schon mal alle Beispiele für Geldverschwendung von Rainer in die Kommentare schreibt. Die größte Verschwendung der letzten Jahre war sicherlich der Ford Ranger, aber wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Diverse Küchengeräte, wie zum Beispiel die Hotdog-Maschine, spückten in besseren Zeiten die Schanze. Als die Ebbe in der Kasse des Drachen noch ein generelles Problem war, wurde das wenige Geld gerne in Amazon Alexa, Nebelmaschine oder Kinder-Disco-Licht investiert. Aber auch andere Kleinigkeiten gab es. Rainer besitzt mehrere Steam-Accounts. Warum auch immer kaufte er sich deshalb einige Spiele doppelt. Ach so, ja, und dann war da noch die Virtual Reality Brille, die er sich noch kurz vor dem Schanzenauszug kaufte. Kann man vielleicht davon ausgehen, dass Rainer eine Kaufsucht hat? Es wäre zumindest eine einfache und offensichtliche Erklärung. Die moderne Konsumgesellschaft bietet uns eine Fülle von Produkten und Dienstleistungen, die unser Leben erleichtern und bereichern sollen. Doch für manche Menschen kann der Konsum zur Sucht werden, die weitreichende Folgen für ihr Leben und ihre Gesundheit hat. Kaufsucht, also auch als Shoppingsucht bekannt, ist ein ernsthaftes Problem, was immer mehr Menschen betrifft. Kaufsucht ist kein bloßes Phänomen des oberflächlichen Materialismus. Es handelt sich vielmehr um eine komplexe psychische Störung, die sich durch einen unkontrollierbaren Drang zum Einkaufen und Konsumieren auszeichnet. Betroffene verspüren ein zwanghaftes Verlangen, immer mehr zu kaufen, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten oder den tatsächlichen Bedürfnissen. Der Kaufrausch bringt kurzfristig ein Gefühl von Befriedigung und Glück, doch ja, dieses Hochgefühl verblasst rasch und weicht Schuldgefühlen und Selbstverachtung. Ursachen für Kaufsucht können vielfältig sein. Oftmals liegt der Wunsch, sich durch Konsum zu belohnen oder negative Emotionen zu betäuben. Wer unter Stress, Langeweile oder emotionalen Problemen leidet, sucht oft im Shopping eine Art Fluchtmöglichkeit oder Trost. Der kurze Moment des Kaufs gibt vorübergehend das Gefühl von Kontrolle und Freiheit, während die eigentlichen Probleme dahinter zurückbleiben. Gerade das Internet und Online-Shopping haben die Kaufsucht in den letzten Jahren verstärkt. Die grenzenlose Verfügbarkeit von Produkten rund um die Uhr und die verführerischen Rabatte führen dazu, dass sich Kaufsüchtige in einem endlosen Kreislauf von Bestellen und Kaufen verfangen.
Die Anonymität des Online-Shoppings ermöglicht es, die Sucht vor anderen zu verbergen und Schulden unbemerkt anzuhäufen. In Rainers Fall ist dieser Punkt zumindest überflüssig, da er ja gerne seine neuen Schätze in seinen Streams präsentiert, wie zuletzt seine neue Tätowierung. Die Folgen bei solch einer Kaufsucht können schwerwiegend sein. Finanzielle Probleme, Überschuldung und soziale Isolation sind nur einige der möglichen Konsequenzen. Beziehungen können unter dem zwanghaften Verhalten leiden, da das Streben nach Konsum die Interessen und Bedürfnisse anderer vernachlässigt. Die Kaufsucht beeinträchtigt auch die psychische Gesundheit und kann zu Depressionen, Angstzuständen und einem niedrigen Selbstwertgefühl führen. All das trifft auf Rainer zu. Viele Punkte sind aber natürlich nicht mit einer Kaufsucht zu erklären, sondern mit dem allgemeinen Verhalten von Rainer. Man muss außerdem davon ausgehen, dass eine mögliche Kaufsucht nur ein Symptom von größeren Problemen ist. Deshalb würde es auch keinen Sinn machen, gezielt diese Sucht zu bekämpfen. Wenig Sinn, zumindest finanziell, macht es jedoch auch noch aus einem anderen Grund. Rainer hat sich ja wie gesagt neu tätowieren lassen. Diesmal ist es ein Symbol aus der Spielereihe The Legend of Zelda. Richtig badass also, wie man es von Rainer gewohnt ist und wie man es eben von einem 33-jährigen Mann erwartet. Über etwaige Symbole in dem Tattoo will ich nicht sprechen, da ich keine Ahnung von dem Thema habe. Ich möchte auf etwas anderes hinaus. Als Rainer seinen neuen Körperschmuck präsentierte, empörten sich sofort die ersten Zuschauer. Twitter und Telegram brannten mal wieder. Ich kann das gut verstehen. Dieser Mann bettelt seit Monaten nach Geld, da er ja unbedingt seine MPU machen möchte. Und dann kauft er sich ein neues Tattoo. Normalerweise rechtfertigte er sich damit, dass er ja kein Geld sparen kann, da seine Lebenserhaltungskosten unglaublich hoch seien. Dann könnte man vielleicht sogar noch ein Auge zudrücken, aber vermutlich ca. 200 Euro für ein Tattoo übersteigt dann auch die Geduld der letzten Zuschauer. Ja, und dann kaufte sich Rainer auch noch den blauen Haken auf Twitter, was entweder knapp 100 Euro einmalig für ein Jahr oder eben knapp 10 Euro pro Monat kostet. Finanzmanagement, Leute. Jedoch auch hier sollte man das Ganze mit anderen Augen sehen. Und das meine ich ganz unironisch. Wo wäre denn der große Unterschied? Selbst wenn der Warren Buffett Mittelfrankens das Geld für die MPU gespart hätte, wäre es dennoch verschwendet, oder nicht? Gibt es auch nur eine Person, die es für möglich hält, dass Rainer seinen Führerschein wieder bekommt? Nein. Die Investition in die MPU wäre eine genauso große Verschwendung. Aber ja, Rainer hat mal wieder sein Wort gebrochen. Was für eine Überraschung. Ich bleibe dabei. Es ist vollkommen egal, wie viel Geld einer zur Verfügung hat. Es wird immer direkt zum Fenster rausgeworfen. Egal ob für Tattoos, blaue Haken oder eine aussichtslose MPU. Alles wiederholt sich. Geld kommt rein, Geld geht raus. Und das, wie gesagt, egal bei welchem Kontostand. Wir hören uns die Tage. Medal of...